Ja, Kevin, Pokal ist zu Ende. Ja. Der Pokal bleibt in Höhenberg. Wie siehst du die erste Halbzeit? Ja, wie gesagt, habe ich eben auch schon gesagt, ich fand, wir waren phasenweise sehr gut im Spiel, die ersten 15 bis 20 Minuten. Wenn wir da glücklich ein Tor machen oder unsere Aktion dann nutzen, irgendwie, dass der Ball dann reingeht, dann sieht das Spiel ganz anders aus. So machen die mit der ersten Chance direkt das erste Tor, danach das zweite Tor. Wie gesagt, da laufen wir der Niederlage hinterher. Ja, ist halt schwierig, was soll man da jetzt auch groß zu sagen, man verliert das Finale unglücklich, man hatte die Chancen, aber so ist es leider, so ist der Fußball. Merkt man schon den Unterschied zur dritten Liga? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich glaube, wenn du dann siehst, dass sie mit der ersten Chance direkt das Tor machen, ist natürlich dann irgendwo die Qualität, die dann in der dritten Liga dann wieder zum Vorschein kommt. Aber wie gesagt, wir hatten auch unsere Chancen, die hätten wir auch nutzen können und dann läuft das Spiel vielleicht mal ganz anders. Gut, eine tolle Saison in der Regionalliga abgeschlossen. Ja. Heute als Zuckerbrot, dementsprechend Finale. Hätte ja auch anders ausgehen können. Vor Jahren war es ja schon mal so, ne? Genau, wie gesagt. Ich glaube mal, zum Ende der Saison, jetzt hätten wir noch ihren Sieg eingefahren mit dem Pokalfinale und den Pokal dann in der Hand. Wäre nochmal was Schönes gewesen. So gehört der Pokal leider nicht mehr uns, aber ja, so ist der Fußball. Der ganze Hickhack, der, sag ich mal, um den FC Büren zurzeit sich bewegt, wie weit seid ihr davon belastet worden? Ja, im Prinzip geht es um uns, um unsere Zukunft. Was da jetzt entschieden wird, das liegt leider nicht in unserer Hand. Wir können nur hoffen und dann gucken wir mal, was Montag oder nachdem die nächsten Tage dann entschieden wird. Ja, Montag 17 Uhr in Duisburg, die große Entscheidung. Wie sieht es denn beruflich bzw. deine Zukunft überhaupt aus? Ja, da gucken wir mal. Wie gesagt, also mein Vertrag läuft jetzt aus, aber ist noch nicht so offen. Aber du hast vor Wochen schon mal gesagt, wo das noch nicht so entstanden ist, dass du dich hier beim ersten FC Düren wohlfühlst. Das ist immer noch so. Das hat sich auch nicht geändert. Wie gesagt, wir sind da im Austausch und wir gucken mal, was in der nächsten Woche passiert. Wie war denn die Vorbereitung noch zum Schluss, die Frage? Die Vorbereitung für dieses Spiel? Lief gut, wir haben gut trainiert, wir haben intensiv trainiert, wir waren auf jeden Fall gellig auf das Finale, wir hatten Bock. Ich denke mal, das hat man auch in den ersten 20 Minuten dann auch gesehen. Wie gesagt, wenn wir dann da unser Tor machen, dann ist es ein sehr geiles Spiel, so laufen wir halt die ganze Zeit hinterher. Und ja, ist halt ärgerlich am Ende. Weißt du, wie viel Kilometer heute gelaufen ist? Nee, aber das macht ja nichts aus. Macht ja nichts aus? Was heißt, machen wir nichts aus? Das ist ein Finale, da musst du halt durchlaufen. Also auch wenn es irgendwie zwickt oder weh tut, musst du halt da drüber gehen, über die Grenzen. Wie gesagt, hätten wir dann noch das 2-2 gemacht, geht es 120 Minuten, dann muss auch noch weiterlaufen. Von daher, solange wie das Spiel geht, probiere ich dann halt weiterzumachen.